Hey, hey, Oliver Schirmer hier von oliverschirmer.de und heute ja, geht es um das Thema Eigenverantwortung im Network Marketing und ich werde dir sagen, was mit diesem Kreis hier auf sich hat. Also, lass uns loslegen, bleib dran. Ja, Thema Eigenverantwortung, wie bereits gesagt, ich möchte gleich zu Beginn ja, auflösen, was mit diesem Kreis hier auf sich hat. Wenn es in einem Bereich deines Lebens oder in deinem Geschäft, nicht rund läuft, dann liegt es häufig daran, dass es bei uns selbst nicht rund läuft. Und oft ist es ja so, beziehungsweise nicht oft, es ist eigentlich immer so, dass wir tagtäglich gewissen Einflussfaktoren unterliegen. Ja, das sind die Familie, das sind die Freunde, das ist das Umfeld, das Wetter, die Gesundheit, die Finanzen. Irgendwas ist ja immer und das prasselt alles so auf uns ein und es führt dazu, dass manchmal aus diesem Kreis das dann eher so ein Viereck wird. Ja, und bei einem Auto ist es so, wenn das vorankommen will, dann ist es wichtig, dass wir hier auch runde Reifen dran haben. Mit eckigen Reifen wäre das alles, wäre die Fortbewegung sehr, sehr schwierig. Und in den letzten ja, gut 14 Jahren habe ich sehr, sehr viele Menschen kennenlernen dürfen. Und ich erlebe häufig, und das ist einfach so die Botschaft da, und ich habe versucht, das heute mal irgendwie so einfach wie möglich rüberzubringen. Ich hoffe, es gelingt mir. Ich konnte in den letzten 14 Jahren, wie gesagt, viele Menschen kennenlernen und es ist im Prinzip immer so, dass wenn es im Leben einer Person, eines Menschen nicht rund läuft, dann liegt es immer daran, dass die Person selbst nicht rund läuft. Ja, dass irgendwas passiert oder irgendwas im Leben, im eigenen Verhalten ist, was dazu führt, dass diese Ergebnisse dann im Außen halt eben ja sich widerspiegeln. Und Eigenverantwortung ist ja nichts anderes wie die Bereitschaft, aber auch die Pflicht für das eigene Handeln einfach so zu übernehmen, aber auch für die Dinge, die wir halt nicht tun. Und ja, es ist im Prinzip immer oder sehr, sehr häufig dann bei den Menschen, wo es rund läuft, zu sehen, ja, dass diese eben nicht diese Eigenverantwortung übernehmen für das Handeln, ja, sondern du kennst vielleicht die Aussagen wie, ich würde jetzt gern loslegen, ich würde gern voll durchstarten, aber, ja, das sind dann immer diese Aber, ja, aber ich muss erst noch was mit der Bank klären. Ich leg voll los, ich will voll durchstarten, aber ich muss erst dies und das noch lernen. Ich leg jetzt voll los, aber ich muss das erst noch mit dem und dem besprechen. Ich leg voll los, aber. So, und diese Menschen, die flüchten, also bei den Menschen, wo es nicht rund läuft, habe ich festgestellt, die flüchten sich immer in so eine Art Beschäftigungstherapie, so nenne ich das immer, weil so müssen sie nicht an den wahren Kern der Sache rangehen. Ich muss hier gleich dazu sagen, ich bin kein Psychologe, habe da keinerlei Ausbildung auf dem Gebiet, sondern ich gebe dir einfach nur meine Erfahrungen wieder der letzten 14 Jahre und was meine Meinung dazu ist, wie man da am besten rauskommt, weil ich das selbst auch mal war. Ja, so und Beschäftigungstherapie ist nicht das, was wir brauchen im Network Marketing. Ja, das ist nicht was wir brauchen, weil wir werden nicht fürs Tun bezahlt, wir werden für Ergebnisse bezahlt. Und zwar genau für zwei Ergebnisse. Das Gewinnen neuer Kunden, also der Verkauf von Produkten, Dienstleistungen, Waren jeglicher Art und für das Rekrutieren neuer Geschäftspartner, die Ausbildung, den Aufbau des eigenen Teams. Das sind die Tätigkeiten, für die wir bezahlt werden, aber auch nur, wenn wir in den Tätigkeiten Ergebnisse liefern. Und deswegen ist Beschäftigungstherapie das Schlechteste, was du machen kannst. Und meine Erfahrung zeigt einfach, es gibt keinen Grund, der das hier eckig macht, der sich nicht durch massive Aktionen lösen ließe. Ja? Menschen kommen ja ins Network Marketing, manchmal haben sie finanzielle Probleme oder irgendetwas, was halt geklärt werden muss. Es gibt nichts, was du nicht lösen kannst, ja, damit es bei dir wieder rund läuft, ja, wenn du ma massive Action machst. Gibt es nicht. Finanzielle Probleme, gib Gas, verdien Geld. Probleme in der Partnerschaft, oft das Thema Geld, ja, gib Gas.
löst sich vieles automatisch. Ja, gesundheitliche Probleme entstehen oft, weil es halt bei uns nicht rund läuft, weil wir vor irgendwas davor laufen. Und da ist jetzt die Eigenverantwortung gefragt. Und da müssen wir jetzt einfach zum wahren Kern der Sache einfach vordringen. Ja, oft ist es ein Weglaufen vor irgendwas, sich gewissen Ängsten auch vielleicht mal nicht zu stellen. Ja, ich erlebe das sehr häufig, wenn es darum geht, zum Beispiel Telefonakquise zu machen. Da wird dann auf einmal der Telefonhörer super schwer. Ja, das wichtige Telefonat wird einfach nicht geführt, weil ich muss noch eine Webseite optimieren, ich muss vielleicht noch kurz ja die Buchhaltung machen, ich muss noch dies, jenes, bla bla bla. Ja, aber. Aber das Wichtige wäre eigentlich, dieses Telefonat zu führen. Und in dem Moment, wo du das Telefonat führst, dann kann alles auch wieder vernünftig fließen, ja? Und dann läuft es einfach wieder rund. Oder du willst Online-Marketing machen, ja? Auch schon erlebt. Jemand fängt an, du stellst ihm Funnels zur Verfügung, die Person richtet die Funnels ein, passiert nichts mehr. So. Dann rufst du die Person an. Am Anfang erreichst du die Person noch, irgendwann erreichst du sie nicht mehr. Person geht nicht mehr ran, kriegst keinen Rückruf. Okay, du weißt, das heißt, die Sache ist durch. Du konzentrierst dich auf den Aufbau einer neuen Linie. Nach 6, 7 Monaten kommt die Person zu dir und sagt: Du, ich starte jetzt wieder durch, aber ich nehme nicht den Funnel, den ihr zur Verfügung stellt, also den Funnel, der funktioniert, den nehmen wir jetzt einfach mal nicht, weil ich baue jetzt einfach einen neuen, ich will mich in die Software einarbeiten, ich will mit der Software klarkommen. Da muss ich sagen, da läuft was nicht rund. Ja, da läuft was nicht rund, weil die Sache ist doch nicht. Natürlich, es geht nicht darum, dass man sich nicht in eine Software einarbeiten soll. Darum geht es überhaupt nicht. Aber wenn ich etwas habe, ja, mit dem ich Ergebnisse produzieren kann und dann aber alles tue, um diese Ergebnisse nicht zu produzieren, dann läuft was nicht rund. Was es ist, muss jeder für sich selbst dann herausfinden. Aber das ist genau der Kern der Sache. Also, lern doch dann in diesem Fall erstmal, wie kann ich Traffic generieren? Wie kann ich es schaffen, Besucherströme aufzubauen? Und das schaffst du nicht, indem du dich in einem Programm verkriechst, sondern das geht nur dann, wenn wir nach draußen gehen, wenn wir uns sichtbar machen, wenn wir vielleicht das Video produzieren, obwohl wir Angst haben, wenn wir Werbeanzeigen schalten, obwohl wir jetzt vielleicht Angst davor haben, wenn wir den Anruf tun, obwohl wir Angst davor haben, wenn wir Direktkontakt machen, ja, und die Chance nicht an uns vorbeiziehen lassen. Ja, das ist ja genauso wie wenn du heute jemanden kennenlernen willst, du bist in der Disco, ja, und dann steht da deine Traumfrau. So, jetzt hast du zwei Möglichkeiten. Du kannst sagen, ich muss erst noch einen Kurs buchen, ja, damit ich weiß, wie ich die Frau richtig anspreche, dann ist sie weg. Ja, du kannst hergehen und kannst sagen, naja, ich trinke noch 4, 5 Gläser Rotwein und spreche sie dann an, ja. Ob die Frau das so toll findet, weiß ich nicht. Das ist aber diese Beschäftigungstherapie. Das heißt, wir laufen vor etwas weg, obwohl wir wissen, dass wir es eigentlich jetzt tun sollten. So, und die Lösung ist einfach immer, ja, Action. Machen. Hingehen, schauen, ob die Person, ja, ob es passt, ja. Sprich die Person dann an. So, und so ist es im Geschäft auch. Wir wissen doch eigentlich ganz genau, was zu tun ist. Wenn du hauptberuflich Networker bist, dann stehst du morgens auf und stellst dir zwei Fragen: Wie kriege ich heute neue Kunden? Wie kriege ich heute neue Vertriebspartner? Und diese Antworten, die dann kommen, die müssen umgesetzt werden. Ja? Und genau das ist der Kern der Sache und das ist das, was ich einfach immer wieder feststelle, dass viele diese, an diesen wahren Kern eigentlich nicht dran wollen. Und das ist aber die Lösung der Sache aus meiner Sicht, ja. Wie gesagt, ihr dürft da auch gern anderer Meinung sein, ist überhaupt kein Thema. Also, machen wir es nochmal konkret. Finde den Engpass, indem du herausfindest, was einfach bei dir momentan nicht rund läuft und dann nicht aufs Problem konzentrieren, sondern überleg dir, wie kannst du diesen Engpass am schnellsten und am besten lösen. Gib dir ein konkretes Beispiel. Du hast zu wenig Termine. Ja, so, und jetzt nehmen wir einfach mal das Telefon als Beispiel, dann setz dich an den Hörer, vereinbar Termine. Ja, so viel wie möglich, so oft wie möglich. Du hast Angst davor, tu es trotzdem, weil nur so wirst du irgendwann die Angst davor verlieren. Ja, du hast keine Empfehlungen, dann geh raus, hol dir Empfehlungen. Ja,
Wenn du nicht weißt, wie du Empfehlungen kriegst, dann ist der Engpass, diese Lücke erstmal zu schließen. Das heißt, du holst dir Informationen ein, wie nehme ich richtig Empfehlungen? Wie erhalte ich richtig Empfehlungen? Wie werde ich selbst empfehlenswert? Ja, so, dann lernst du das. Dazu braucht man keine 5 Wochen. Dazu gibt man einfach in Google ein, Empfehlungsname, wie kriege ich Empfehlungen? Und dann wirst du dort sicherlich die richtigen Informationen finden. So, und dann sind es 3 Schritte, die du immer wieder gehen musst. Dann lernst du es, dann setzt du das Ganze um, dann machst du die Erfahrung da damit und dann geht's wieder von vorne los. Ja, weil nur wenn du die Erfahrung machst, weißt du, wie es bei dir funktioniert und was, an welchen Stellschrauben du das Ganze noch besser machen kannst. Ja. Also, wenn du zum Beispiel es dann geschafft hast und so im Schnitt 1-2 Empfehlungen kriegst, dann wäre die nächste Frage, wie schaffe ich es, dass ich 15 gute Empfehlungen kriege, ja, im Schnitt. So, und dann arbeitest du daran. So, aber immer wichtig ist diese Umsetzung, diese massive Aktion, ja, so häufig wie möglich zu machen. Ich kenne keinen erfolgreichen Menschen, der Zeit hat, sich in Problemen zu ergehen. Nicht, dass die Leute keine Probleme haben. Nicht, dass ich keine Probleme habe. Nicht, dass die Menschen, die ich kenne, keine Probleme haben. Wir alle haben Probleme. Nur die Frage ist, gehe ich an den Kern der Sache und arbeite ich daran, dass es bei mir wieder rund läuft? Ja, Probleme sind da, Herausforderungen sind da und es ist auch schön, dass die da sind, weil daran können wir wachsen und können sehen, wo darf ich mich jetzt weiterentwickeln. Was keine Lösung ist, dann zu sagen, erlebe ich auch sehr häufig, okay, ich habe jetzt die Antwort für mich gefunden. Jetzt mache ich aber erstmal lieber Instagram. Ich arbeite mich da mal ein und fange dann mal an. Wäre gut, wenn man dann anfängt. Bei den meisten ist es aber so, sie arbeiten sich ein, machen 1, 2, 3 Posts, dann lassen sie das Ganze wieder. Sagen sie, okay, Video ist glaube ich doch besser. Machen sie 1, 2, 3 Videos, dann merken sie, nee, doch nicht, ich mache lieber was anderes. Dann sagen sie, ich mache jetzt Pay-Per-Click-Werbung und so weiter. Also du siehst, wir sind dann wieder in dieser Beschäftigungstherapie dann drin und also lange Rede, kurzer Sinn. Tu mehr, komm in die Handlung, frag dich, was läuft bei mir selbst nicht rund, was kann ich tun, damit es wieder rund läuft und dann, ja, sollten wir, dann legen wir gut daran, Betrieb zu machen. Wenn diese Infos für dich hilfreich waren, dann würde ich mich freuen, wenn du der Sache einen Daumen hoch gibst, ja, wenn du das Ganze likest, mit deinem Netzwerk teilst und ja, wenn du Fragen hast, nutz die Kommentarfunktion. Wenn du Interesse an der Zusammenarbeit hast, findest du unterhalb des Videos weitere Infos dazu. Mach dir da ein genaues Bild davon und wenn du Lust hast, dann ein langfristiges, lukratives Geschäft aufzubauen, dann findest du auch in den Infos die Möglichkeit, ja, mit uns zusammen zu arbeiten. So, in diesem Sinne, maximalen Erfolg, alles, alles Gute, bis zum nächsten Video, dein Oliver Schirmer. Ciao, ciao.